Hi, in dem Video erkläre ich euch, wie der Lichtschalter funktioniert, was das für Symbole sind und welche Bedeutung die haben. Okay, null. Man kann bei diesem Auto das Licht nicht mehr ausschalten, ja? Alle Fahrzeuge, die ab 2014 gebaut wurden, haben ein sogenanntes Tagfahrlicht. Bei Audi sieht das ganz geil aus, das sind so Leuchtleisten, die da so oben über den Scheinwerfern sind. Oder bei BMW sind das, glaube ich, so runde Angel-Eyes-Ding oder sowas, so ähnlich heißen die. Hier ist das so, da leuchten vorne einfach gleich, wie ihr gleich sehen könnt, zwei ganz kleine Glühbirnen. Das Licht kann man also nicht mehr ausschalten. Wenn ich den Schalter eine Stellung weiter bewege, auf Automatik, ist hier oben drin ein Lichtsensor, der erkennt ganz alleine, ob es draußen hell oder dunkel ist. Wenn ich dann durch einen Tunnel fahre, wo es dunkel ist, das erkennt er und schaltet dann von ganz alleine das Ablendlicht ein. Also ich brauche dann dabei gar nichts mehr machen. Das macht er ganz alleine. Die nächste Schalterstellung, diese hier, ist das Standlicht. Ja? Das Standlicht ist so hell wie zwei kleine Teelichter, wie man gleich sehen kann. Und wie der Name schon sagt, Standlicht, mit Standlicht darf nicht gefahren werden. Das ist für einen Stand. Ja? Also ich stehe. Standlicht, stehen. Die nächste Schalterstellung, noch ein weiter, zack, auf diesem Symbol hier, das ist das Abblendlicht. Keine Ahnung, warum man das nicht Licht, das man benutzt hat, also das man benutzt, wenn es dunkel ist, genannt hat. Man hat es Abblendlicht genannt. Voll der Banane-Name, wie ich finde, aber ist egal. Ihr müsst das wissen. Diese Schalterstellung, ganz nach rechts, das ist das Abblendlicht. Mit Abblendlicht muss ich fahren, wenn es anfängt dunkel zu werden, wenn es dunkel ist oder bei starkem Regen und so weiter. Also wenn die Sichtverhältnisse das erfordern. Ja? Das ist das Licht, was Autos anhaben, wenn es dunkel ist. Das ist das Abblendlicht. Okay. Nächste Schalterstellung. Ich kann diesen Lichtschalter rausziehen. Und zwar eine Position. Zack. Jetzt leuchtet diese Lampe hier grün, wie man gar nicht so gut erkennen kann. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Mhm. Ja? Das sind vorne die Nebelscheinwerfer. Vorne, nicht hinten. Ja? Ziehe ich diesen Schalter nämlich noch einmal raus, klack, geht hier eine gelbe Kontrollleuchte an. Kann man die gut sehen? Mhm. Da ist sie. Und das ist die Nebelschlussleuchte. Die ist hinten am Fahrzeug. Schluss, wie der Name sagt, Schluss. Ja, die darf man nur einschalten bei Nebel, ja, und einer Sichtweite von weniger als 50 Metern. Wer sich das merken kann. Ja, also ich drücke den Schalter jetzt ganz leicht wieder rein. Zack, noch ein. Und stell den Schalter wieder ganz normal auf Automatik. Ja? Sollten jetzt die Sichtverhältnisse sich ändern, ich fahre in die Dunkelheit hinein, zack, geht das Licht ganz alleine an. Alles klar.